Verwalter Zustimmung beim Verkauf einer Eigentumswohnung. Manchmal ist es notwendig, dass der Verwalter beim Verkauf einer Wohnung seine Zustimmung geben muss. Wir schauen uns heute an, wann das der Fall ist und warum das durchaus sinnvoll sein kann. Mein Name ist Carsten Petzold. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Nach den Vorgaben des Wohnungseigentumsgesetzes ist es möglich, in der Teilungserklärung festzulegen, dass der Verwalter beim Verkauf einer Eigentumswohnung seine Zustimmung geben muss. Durch dieses Verfahren möchte der Gesetzgeber verhindern, dass ein unseriöser oder gar zahlungsunfähiger Käufer Eigentümer einer Eigentümergemeinschaft wird. Denn wenn ein Eigentümer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommt, gehen diese Kosten zu Lasten aller. Gerade bei einer kleineren WEG kann dies zu Problemen führen. Ob überhaupt eine Verwalterzustimmung für den Verkauf Ihrer Wohnung notwendig ist, können Sie der Teilungserklärung oder auch dem Grundbuch entnehmen. Die Überprüfung führt auch der Notar durch, wenn er den Kaufvertrag erstellt. Er koppelt die Fälligkeit des Kaufpreises an die Verwalterzustimmung. Nach Unterzeichnung des Kaufvertrages kümmert sich der Notar um dessen Abwicklung. Die WEG-Verwaltung wird mit der Übermittlung einer Kopie des Kaufvertrages über den Verkauf informiert und steht in der Pflicht, eine Verwalterzustimmung in notarieller Form zu erbringen. Der Verwalter muss für die Erteilung der Verwalterzustimmung persönlich bei einem Notar erscheinen, um die Erklärung abzugeben. Die dabei entstehenden Kosten für die Verwalterzustimmung sind allgemeine Verwaltungskosten, die zu Lasten der Gemeinschaft gehen. Das heißt, bei jedem Eigentümerwechsel übernimmt die Eigentümergemeinschaft die Kosten. Abweichende Regelungen sind natürlich möglich. So lassen sich die Kosten auch auf den Verkäufer übertragen. Darüber hinaus stellen einige Verwalter eine Sondervergütung für die Bearbeitung in Rechnung. Diese Kosten trägt in den meisten Fällen der Verkäufer. Der Verwalter wahrt also die Interessen der Eigentümergemeinschaft. Wenn diese durch den Eintritt des neuen Eigentümers bedroht, ist eine Verweigerung möglich. Ein Verwalter darf seine Zustimmung aber nur dann verweigern, wenn auch wirklich ein wichtiger Grund vorliegt. Willkürlich kann der Verwalter den neuen Eigentümer also nicht ablehnen. Nur wenn beispielsweise Zweifel an der persönlichen oder finanziellen Integrität bestehen, ist es möglich, die Zustimmung zu verwehren. Erteilt die Wohnungsverwaltung die Zustimmung nicht, obwohl kein wichtiger Grund vorliegt, wird die Verwaltung gegenüber dem Verkäufer schadenersatzpflichtig. Gibt es Zweifel an der Erteilung der Genehmigung, kann die Wohnungsverwaltung auf einer außerordentlich einberufenen Eigentümerversammlung eine Entscheidung herbeiführen. Sie sehen, es kann durchaus wichtig sein, die Verwalterzustimmung beim Verkauf einer Wohnung zu haben. Und das Wichtigste, in den allermeisten Fällen ist dies ein rein formaler Akt, denn wenn sich jemand eine Wohnung leisten kann, gibt es meist keinen wichtigen Grund, die Zustimmung zu verweigern. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meiner Erklärung ein wenig helfen. Haben Sie Fragen oder Anregungen, hinterlassen Sie doch unterhalb des Videos einen Kommentar. Gefällt Ihnen das Video, freuen wir uns sehr über ein Like. Vielleicht abonnieren Sie auch unseren Kanal, so verpassen Sie keine neuen Videos mehr von uns. Und ich sage Tschüss und danke fürs Zuschauen.